Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du deinen Supercard DS2 auf dem 3DS updaten kannst, obwohl das schon auf einer höheren Firmware ist und dir nur noch dieser einen Fehler ist aufgetreten, Bildschirm anzeigt. Das Ganze funktioniert nur mit der Supercard DS2 und deswegen solltest du nochmal kontrollieren, dass du auch wirklich eine hast. Außerdem ist es wirklich recht gefährlich für deine Supercard DS2, weil es keinen Ladebalken gibt. Und deswegen solltest du auch normalerweise, wenn du ein DS Lite oder DSi hast, solltest du den benutzen. Du kannst auch in irgendeinen Laden gehen und da ein DS Lite benutzen, um die Supercard abzudaten. Also du solltest das hier nur benutzen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. So, und jetzt habe ich erstmal die Supercard DS2 auf meinem 3DS. Die ist natürlich nicht auf der richtigen Firmware. Und deswegen wird, wenn ich versuche sie zu starten, dieser typische Fehlermeldung angezeigt. Naja, was sollte man auch anderes erwarten? Und bei anderen Flashkarten geht das nicht, aber jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr sie updatet. Und dazu geht es jetzt erstmal auf dem Computer weiter. So, natürlich brauchen wir jetzt erstmal das Update, das wir aus der Supercard DS2 installieren wollen. Und dazu gehen wir auf die Supercard-Webseite. Ich packe euch auch nochmal den direkten Link in die Beschreibung, aber hier kann ich ja nochmal euch zeigen, wie ihr da überhaupt hinkommt für weitere Updates in der Zukunft. Und zwar ist hier unter Firmware Update, gibt es hier das richtige Update. Da muss man einfach draufklicken. Und das Herunterladen dauert auch nicht so lange. Naja, dann kann man das öffnen. Und die Supercard-Website brauchen wir schon gar nicht. Wir brauchen nur diese DS2-Update.dat und den Rest können wir schließen und löschen. So, dann müssen wir die MicroSD-Karte in den Computer stecken. Dazu können wir zum Beispiel den SD-Kartenleser benutzen, der bei der Supercard DS2 mitgeliefert wird. Und dann muss die DS2-Update.dat auf die SD-Karte kopiert werden. Aber direkt in den Root, also wenn ich im Computer bin, direkt hier auf der Karte, ohne irgendwelche Unterordner, also nicht irgendwie in einem Ordner Updates oder auch nicht in den DS2-Ordner oder sowas. Und auch genau diese DS2-Update.dat und keine andere Datei, also nicht zum Beispiel das ganze ZIP-Archiv oder sowas. Naja, die benennen wir dann nochmal in DS2-Update.b um. Das ist auch ganz wichtig, weil er nur dann das Update liest. Und jetzt ist das Update auch schon auf der MicroSD-Karte installiert. Und jetzt geht's auf den 3DS weiter. So, jetzt wurde an der DS2 an sich noch nichts gemacht. Und ihr solltet auch den folgenden Schritt mindestens 5 Minuten lang machen. Weil ihr ansonsten die ganze DS2 zerstören könntet, was ihr sicherlich nicht wollt. So, und jetzt einfach die DS2 starten. Oh, wer hätte das gedacht? Es kommt immer noch ein Fehlerbildschirm. Und bei dem müsst ihr mindestens 5 Minuten lang warten und nichts machen. Denn jetzt wird das Update installiert, weil die DS2 das durch ihren integrierten Prozessor selber machen kann. So, und ich werde jetzt 5 Minuten warten und dann werde ich euch zeigen, wie es danach aussieht. Ihr solltet dieses Update übrigens nur durchführen, wenn ihr sicher seid, dass die Batterie voll ist, und am besten steckt ihr euren DS auch nochmal in die Steckdose. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wir gehen ins Hauptmenü, was nicht geht, also schalten wir den DS erstmal wieder aus. Normalerweise solltet ihr jetzt nochmal an den Computer gehen und gucken, ob die DS2 Update B gelöscht wurde. Aber ich überspringe den Schritt jetzt mal, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es geklappt hat. Und starte sie gleich, die Supercard. So. Und das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt funktioniert sie wieder auf meinem 3DS. Ich kann auch nochmal ein Spiel starten. Ups, falscher Ordner.
So, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir ruhig nochmal eine PM schreiben oder es in die Kommentare schreiben. Normalerweise lese ich alle Kommentare, aber es kann auch sein, dass ich mal keine Benachrichtigung dazu bekomme und dann solltet ihr mir vielleicht trotzdem nochmal eine weitere Nachricht schreiben.